Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part, ne? Heute schließen wir uns mal Reverto an. Der wartet schon draußen auf uns. Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part, ne? Heute schließen wir uns mal Reverto an. Der wartet schon draußen auf uns. Ist jetzt frisch nach dem Koop-Part. So ein paar Tage danach. Und das sieht mir schon sehr nach Wüste aus. Oh, das wird lustig hier bestimmt. Ich habe mir noch ein paar Waffen und Rüstungen auch mal hier offscreen gemacht, damit ich ein bisschen mehr zur Auswahl habe, wegen den Elementen. Okay. Er ist halt ein Jäger, ne? Er kämpft halt nicht mit einem Monster zusammen. Sie haben mächtige Jägerkünste. Also sind vom Prinzip her wie wir, nur dass sie laufen müssen. Okay. Da ist ein lila Königslutroff. Wir kämpfen ich direkt mal. Komm, wir kämpfen direkt mal ein neues Monster. Kann er auch zeigen, was er kann. Da ist auch direkt noch ein Hermit Tower dabei. Ich gehe natürlich erst auf den Hermit Tower. Welchen Typus hast du denn? Technik. Scheiße. Okay, der Reverto hat auch richtig viel Leben, ne? Du gingst mit einer Kraftattacke auf mich los, ne? Du bist wie dein Gegenpart, nur dass du halt giftig bist. Ich kenne dich halt schon von alten Spielen. Och, Sunny. Nie versucht er es. Reißender Drache? Was hast du denn für coole Fähigkeiten? Fähigkeiten, Parabellschuss. Dann treffe ich nämlich direkt beide. Okay. Einen Angriff, der mal komplett zerstört. Und der Hermit Tower ist drin. Ich wollte gerade sagen, Sunny, wenn du jetzt verfehlst. Der liegt. Der kann nicht ausweichen. Alter, ist Reverto heftig. Dafür, dass er erst Level 24 ist. Ich habe halt offscreen sehr viel gejagt. Jetzt sind halt alle meine Monster Level 30. Okay. Ich muss ein bisschen von dem Honig hier einsammeln, damit ich mir demnächst die Karpfen hier machen kann. Ich könnte in den Monsterbau einmal reinschauen und gucken, welches Ei ich mitnehme. Komm. Mal gucken, wie hier auch der Bau aufgebaut ist. Die sind nämlich pro Gebiet anders aufgebaut. Ja. Wir sind hier in einer Sandhöhle. Der Bau geht aber wahrscheinlich nicht besonders lang. Ne, da vorne ist schon... Ist das ein Cephalosdrom? Das ist ein Cephalosdrom. Ich habe keine Ahnung, was für ein Ei ich jetzt gleich habe. Ich grab einfach so lange, bis da ein tolles bei rauskommt. Oder ein gutes. Ich nehme das mal mit. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. By the way, ich habe jetzt auch einen Legianer und einen Baryov, by the way.
Der Baryov, der taucht in der Felsschlucht auf, nachdem man den Legianer gekillt hat. Ein Vogelweifernei. Könnte dann vom Grogi sein, wenn der hier in der Gegend ist. Das würde passen. Der Grogi war der Gift von den von der ganzen Reihe. Alter, sind hier viele Blaupilze. A monster's been causing a ruckus in this area. It's Okay. not a local creature, but it's been seen going totally crazy on several. Allegedly? Allegedly? Ach ja, Navio What hat do you jetzt mean? die Well, Kopfbedeckung I've von der never Gegend laid hier. eyes on it myself, but if we wait long enough, it's bound to turn up. Hey dudes, look! There's fungus among us! Ja, das habe ich schon Who bemerkt. Wir haben cares echt about viele. mushrooms? We're concerned about Rafa. Take it down a notch, bro. Ich Time's mag a Roberto. wasting. Find us this monster so we can prove our strength and get Rafa back. Cool it for a sec. First, we need to learn more about what we're after. That's basic stuff for us hunters. Im Übrigen, wir waren im Nachhinein Here's noch the rub, though. enttäuscht We have beim our own way of den doing things. Erkundungsquesten, dass da We einfach just don't zufällig get it, das dude. Endmonster ist. Second, it's you who doesn't get it. I see now why it's impossible for riders and hunters to get along. Just chill for a minute. Deep breaths. Look at all these beautiful shrooms. Bist du You want high? me to calm down? I feel so betrayed. Even Lilia won't trust us. Navio hat jetzt einen Prisoners just Schnurrbart. see things Das finde ich differently so than gut. hunters or riders. That doesn't mean Lily is not your bro, though. Doesn't seem that way to me. Hey, see those shrooms over Er ist there? halt richtig aggressiv. Was willst du die ganze Zeit mit diesen What's with Pilzen? your mushroom fixation? Just take a look. Lots of them are growing in this area. Any idea why? Wüste. Wüste What does that have to Feuchtigkeit. do with Eig obwohl passt monsters? eigentlich nicht. Pilze brauchen Feuchtigkeit zum Wood. Wachsen. But wait, that is a lot of mushrooms. I do remember hearing where there's a mushroom, there's a monster. Yeah, so your head's not completely full of fur after all. Hunters learn to tell what monsters are in the area based on the habitat. Oh, I see. So by looking at plants and fungi and stuff, we can track the monster. Ja, Now you get kennen it. wir ja schon, ne? I wasn't just looking at mushrooms. Oh, this bro's got brains, am I right? Ciao. Keine Sorge, die Pilze will ich trotzdem haben. Oh, das ist ein Daimyo-Helmi Tower. Westliche Höhen. Warte, wenn da schon so viele Pilze liegen. Gönnen. Okay, hier sind ein paar Habras. Habe ich keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Oh, hier kann ich graben. Und wo lande ich? Auf dem Berg. Was schwimmt denn da hinten? Ach, so ein Schiff von der Stadt. Unversehrter 3. Ich komme nur über das Graben zurück. Wo genau muss ich hin? Auch nicht besonders weit. Der Hermi Tower, also der Kleine, der war ein Techniker. Vielleicht ist der Große auch ein Techniker. Leute, es sieht zwar aus, als wäre das der Kopf, aber das ist tatsächlich der Rücken. Ich tippe einfach nur drauf, dass das ein Techniker ist. Ich weiß es nicht. Warte mal, einfach nur, damit ich die abgehakt habe. Hammer. Kraftangriff. Den da. Bam. So. Jetzt haben wir das wenigstens abgehakt. Okay, was mache ich denn als nächstes? Ich habe übrigens keine neue Fähigkeit bekommen. Zieht irgendwer auf mich? Der zieht auf mich.
Kann ich ihn ja gleich nochmal blocken. Und ich lag richtig. Der Große ist genau wie die Kleinen. Reverto, dürfte ich bitte auch einmal auf die Klauen hauen, bevor die kaputt gehen? Ich darf nicht. Oh, harter Körper. Okay, da wollen mich zwei. Dann mache ich einen Doppelschwung. Das trifft doch alle. Auf die Klauen kann man doch mal trotzdem losgehen. Okay, Daimyo Metaube macht auch seine Abwehr hoch. Er ist sauer. Ich brauche den Samtreos. Guck mal, wie er blubbert. Er schäumt vor Wut. Ja, Leute, ich weiß, der war schlecht. Wie oft wollen die denn noch ihre Abwehr hochhauen? Setz dich durch! So, auf den Körper noch. Oh, der ist auf Kraft angegriffen. Also diese Drachenfähigkeiten, die hätte ich gerne. Die sind ja irre gut. Und ich habe nur eine C-Wertung. Nur eine C-Wertung. Und genau jetzt ist mein Erkundungstrupp zurück. Lustig. Okay. Ich habe zwei neue Monster bekämpft. Das reicht auch vorerst. Ich werde noch ein paar neue sehen. Oh, Pilze. Berge von Pilzen, aber keine Monster. Wo als nächstes suchen? Bei den nördlichen Höhen. Vielleicht liegst du immer falsch. Ja, wir haben ja keine andere Wahl. Vertrauen wir mal Roberto. Aber vorher gönne ich mir Pilze. Seifengras. Ist das ein schwarzer Tigrex? Das ist ein Brachial-Tigrex. Um Gottes Willen. Ich könnte ihn bekämpfen, aber ich glaube, der zerlegt mich. Deswegen lasse ich ihn jetzt erstmal in Ruhe. Vor allem die, die schlafen, sind immer die königlichen Monster. Und mein Kollege hat mir auch gesagt, so links von der Stadt ist ein königliches. Der meint wahrscheinlich auch den Brachial-Tigrex. Und der hat auch mir im Voraus noch gesagt, der würde mich zerlegen mit dem jetzigen Level. Nein, ich will diese Perlen haben. Und du misch dich nicht ein, haben wir uns verstanden. So, wieder ein Pilz. Alter, ich kann hier echt gut Pilze farmen. Ich kriege hier echt viele Blaupilze. Das sind nur die C-Verlosse. Die Pilze haben uns so weit gebracht und immer noch kein Vieh. Da ist das Cephalost rum. Hoffentlich mit seinen kleinen Kollegen. Na dann komm her. Lass uns boxen. Ah, das ist ein Plesiov. Entschuldigung. Ich hatte erst gedacht, da steht ein Cephalost rum. Weil hier die ganze Cephalosse rumrennen. Ich kann mir Geschwindigkeit oder Kraft bei dir vorstellen. Technik. Verdammte Kacke. Ich lag mit beiden falsch. Aber wenigstens lag ich da mit meinem Partner nicht falsch. Okay, Ladungstackling.
So wie der halt immer so doof rumrennt, dachte ich halt, der wäre ein Geschwindigkeitstyp. Das hätte am meisten Sinn für mich gegeben. So, auf den Rücken. Auch wenn ich den gar nicht erreichen sollen könnte. Bei dem war das ja so, dass du zigtausendmal die Schwimmflüge da brechen konntest. Okay, die konntest du so oft brechen. Übrigens, Samtos, ich brauche dich. So. Für den Warenweitenhieb habe ich nicht genügend. Also gehe ich auf den Körper und breche ihn endlich. Scheiße, der ist ein Krafttyp. Bodenhieb. Roberto. Ich will dich behalten. Du brichst denen so schnell die Knochen. Ich probiere aufs Game mit Roberto einmal Gamoff, glaube ich. Vielleicht schaffe ich ihn ja diesmal. Währenddessen muss ich mir jetzt unbedingt was zu essen reinpfeifen. Okay, er macht einen Ladungstackling. Kann ich jetzt endlich den barenweiten Hieb machen? Ja. Ja, ich kann. Aquajet. Zack. Ausgewichen, indem man sich null bewegt. Nebenbei, ich habe den Tsunoko eine Technik vom Tobikodachi gegeben. Der kann jetzt den Donnerball. Das ist eine Technik vom Tobikodachi, um alle zu treffen. Ich habe sie einfach gemacht, damit er auch einen Gruppenangriff hat. Und die Donnerfaust, die kenne ich glaube ich noch nicht. Der ist jetzt wieder ein Techniker, ne? Ich gehe mal auf den Hammer. So. Ich gehe mal auf den Rücken. Und ich habe vergessen, auf Kraft umzugehen. Verdammte Axt. Ah, das ist die Donnerfaust. So. Oh, und mein Angelopf hat auch eine neue Fähigkeit. Er hat eine Technik vom der Rettheim bekommen. Hier, damit er auch eine Geschwindigkeit hat. Im Feueratem. Jetzt kann der halt zur Not auch einen Geschwindigkeitsangriff. Synchron! Es sabbert. Und kriegt einen Doppelschwung von mir. Okay. Wir konnten ihn nochmal was brechen. So, zuallererst, Yannick, komm zurück zu mir. Oh ja, Stufe 2. Mittlerweile der Jäger. Auf den Rücken! Einfach tot. Nice. Ich werde, glaube ich, ausgehen, mir noch den Königslotroff und den Daimyo Helmetau noch holen. Zum einen, weil ich auch noch ein bisschen Material von dem farmen will. Doch, kann sie. Ja, der denkt nur an Rafa. Look, my buddy isn't some kind of Plesioth mind reader. It doesn't take mind reading to answer the question, dude. Wasser. I thought you writers were supposed to understand monsters on some deeper level, right? I gotta say, that's not much of a hint. If you don't know the answer, hier ist ein heißes Gebiet, ne? Und hier ist halt ein einziges Wasser. Maybe it'll dawn on you later. Okay, on to the next one.
Wait! We're not done yet? That's right, let's boogie! Okay. Wo will der uns denn als nächstes hinhaben? Er will wissen, ob wir halt viel über Monster verstehen. Ja. Es gibt hier auch mal zwei Gebiete. Einmal das hier und dann hier wahrscheinlich die Wüstenebene, die wir uns beim nächsten Mal anschauen. Ich werde hier jetzt noch ein bisschen was machen. Ich vertraue meinen Kollegen und greife nicht den Tigrex an, der da auf dem Boden liegt. Weil der wird mich höchstwahrscheinlich zerlegen. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, macht wie ihr. Schreibt in die Kommentare. Nein, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.